Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio Multiplayer, einmal mit Profis. Und ja, da steht auch schon der Profi, der Caro. Hallo, ja, ich stehe professionell in der Gegend herum, ich kann das sehr gut. Ja. Ja, hi, wie ist es dir eigentlich? Wir haben uns ja jetzt auch schon wieder länger nicht gehört. Wir haben Stromprobleme. Ja, mir ist gut. Ja, dir, mir ist dir gut, gut ja. Ist. Also, mir ist gut. Mir ist gut. Schöner Deutsch. Der gerät, ne? Super. Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. Also wir haben trotzdem Stromprobleme. Ja, ich kümmere mich gerade schon drum, weil das nervt. Ich glaube, ich baue hier einfach nochmal aus. Ich baue hier noch eine Line dran, weil wir kriegen ja jetzt wieder Kohle rein. Wir hatten ja ein massives Kohleproblem. Daran erinnere ich mich noch. Dunkel. Ja, ich finde es auch dunkel. Aber es ist gar nicht so lange her, eigentlich, dass wir aufgenommen haben. Aber wir haben offensichtlich beide ein schlechtes Gedächtnis. Nee, ist einfach so viel passiert. Vor allen Dingen, weil da war noch so ein bescheuerter Livestream zwischen, der irgendwie mehr meinen ganzen Biorhythmus zerstört hat. Ah, okay. Weil wir irgendwie bis 5 Uhr morgens gestreamt haben. Das ging halt überhaupt nicht. Oh Gott, bis 5 Uhr morgens? Das mache ich bestimmt nochmal. Nie wieder. Ah, okay. Ich kenne mich ja. So, dann machen wir 13 hier und dann machen wir noch ein paar Dampfmaschinen. Da konnte ich jetzt 7 Stück. Dann brauchen wir noch 3. Gut. Sieht es dann hier oben aus, wenn ich jetzt schon mal vorbei... Oh, Petroleum ist voll! Was? Petroleum ist voll! Das ist doch sehr schön. Hier ist ja noch ein... Das ist ein gutes Problem. Wieso stehst du hier rum? Ah ja. Alter, Petrol ist tatsächlich komplett voll. Das ist ja mega. Ja, richtig rappelvoll, ja. Ja, ich vermute oben, ne? Nee, unten. Ich sehe es gerade unten bist am Eisen. Bist du da in der Nähe? Ich bin gerade nach oben. Weil ich nicht weiß, ob wir da oben... Aber es sieht fast so aus. Da haben wir nämlich auch schon Freunde. Ey, ist ja... Was? Was? Wir haben ja rote Circuits en masse. Ja, wahrscheinlich, weil wir die gar nicht so viel benutzen im Moment. Ja, die stapeln sich hier schon. Also die werden im Moment nur für... wir haben ein Green-Circuit-Problem, sehe ich gerade. Ja, weil wir ein Eisenproblem haben. Echt? Stimmt. Es geht eigentlich. Ja? Ja. Wir haben ein Kupferproblem, kein Eisenproblem. Was? Wir haben ein Kupferproblem, warum das ja, denn es kommt nicht genug Kupfer rein, es wird nicht genug... Das war's! Jetzt weiß ich, wo wir wieder dran waren. Ich wollte eine zweite Kupfer-Furnace-Line bauen. Das wollte ich. Nee, du wolltest die Zugstation bauen, damit wir Kupfer von irgendwo holen können, oder? Ja, kann auch sein. Irgendwas wollte ich bauen. Oh, hier oben ist ein schönes Eisendepot. Ich wollte irgendwas bauen. Ja, das, das ist jetzt eine Aussage, hier oben ist ein monströses Eisenfeld. Ja, ist doch gut. Da, wo ich gerade die Basis putt gemacht habe. Ich schließe jetzt gerade mal die nächste Linie hier an für Strom. Weil wir brauchen ja mehr. Wir werden ja immer größer und deswegen brauchen wir immer mehr Strom. Ist ja klar. Ja, ja natürlich. Ja, wir sollten auch Solar dann vielleicht mal... Ich nehme jetzt hier mal hier. Was, Solar? Wer braucht das denn? Willst du kein Solar bauen? Kann man machen. Muss man aber nicht? Das war jetzt gerade einfach nur ein Scherz. Wobei, wir machen ja keine Laser, also brauchen wir keine Solar. Na, ich weiß nicht, ob Laser vielleicht nicht... Wo wärst du denn? Ach, du fährst jetzt runter, Schnuppe. Ach so, ja, stimmt. Wir hatten ja unten das Ding schon angeschlossen. Oh, jetzt macht es so langsam Klick, ey. Und dabei haben wir überhaupt nichts getrunken, ne? Also... Naja. Wenn man jetzt gesagt hätte, wenn man jetzt gesagt hätte, hör mal, wir haben das ganze Wochenende dann durchgezecht, ja, dann hätte ich auch so gedacht, gut, dann ist das völlig legitim, dass man nicht mehr weiß, was hier eigentlich los ist. Ah, ich habe generell ein schlechtes Gedächtnis, das weiß ich ja auch. Yes, ich habe das aber auch. Ich denke so, was wollte ich denn da eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte, glaube ich, auch den Bus umbauen. Ja, aber da wollten wir bis Roboter warten, Robots. Weil wir diesen Roboter Weg ja haben verlegen wir ja wollten. Schon. Das Problem ist, irgendwas fehlte, glaube ich, für Roboter. Und ich hätte gerne eine anständige Kampfrüstung. Oh, wir haben ja 3 Roboports hier stehen. Seit wann das denn? Ja, wir haben schon angefangen. Ich hatte dann nur keine Red Circuits mehr, glaube ich. Ja, und jetzt stapeln die sich so langsam. Ist ja ein Traum. Ein Traum ist das. So, was ist denn hier eigentlich los? Ah ja, hier wird natürlich nicht verbraucht hier. Ja, der arbeitet schon nicht mehr.
Der nicht. Der auch nicht. Was sieht es denn? Ich glaube, so ein Fließbandengpass hatten wir irgendwie auch, ne? Ja, aber wir wollten ja auch auf Blau und so. Aber Blau ist jetzt auch mittlerweile echt genug da. Gut, also wir kriegen hier jetzt Eisen rein. Hier unten kommt Kohle. Und die kommt auch ganz gut rein. Aktuell. Hier wird auch hergestellt. Also das sieht eigentlich jetzt super aus. Und zwar, kann ich nicht. Ich habe aber noch einen Roboport. Ich baue jetzt einfach mal noch eine weitere Furnace Line für Kupfer. Dass wir einfach die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu schmelzen. Das Bescheuerte ist ja, soweit ich weiß, beim Spielstart brauchst du ja massiv mehr Eisen als Kupfer. Und gegen Ende des Spiels hält sich das die Waage. Da braucht man beides wie Hölle. Ja, ich würde sogar fast sagen, dass man fast mehr Kupfer zum Schluss braucht, oder? Kann sein, ja. Vor allen Dingen, also weil man so viele Green Circuits braucht. Das ist so heftig, ey. Ich mach mal ein bisschen Roboter flink, ne? Oh, wir haben offensichtlich keine Lagerkisten. Das ist nicht so gut. Ah, ich habe aber schon welche. Supi. Dann baue ich da mal Lager ein. Haben wir Bauroboter? Ja, ne? Ja, wir haben Bauroboter. Wo ist denn der Robot? Da, was brauche ich denn dafür? Circuits und Eisenzahnräder. Lagern wir irgendwo Zahnräder eigentlich ein? Nee, nein, wir produzieren die auf dem Bus. Ha. Wir produzieren die auf dem Bus. Ja, das ist ja noch besser. Dann rede ich nämlich einfach da drüber und klaue mir die komplett vom Bus weg. Und ich sehe hier nämlich gerade was, weil wir haben hier nämlich einen massiven Engpass, was das angeht. Zahnräder. Die werden wirklich konstant produziert, aber halt nicht weitergegeben. Habe ich denn... Was? Wieso habe ich einen roten Untergrundfließband? Das gefällt mir irgendwie nicht. Egal. Ja, die kannst du jetzt... habe ich ja alles schon angeschlossen. Also die kannst du einfach wegwerfen und die werden dann weiterverarbeitet. Ich werde mich jetzt endgültig von Gelb trennen. Echt? Ja. Stimmt, das können wir ja jetzt dann auch... Oh, wir haben ja jetzt Trash-Slots. Ja. Oh, ist das super, ey. Mir wird gerade hier Eisenerz, Stein und Kohle abgenommen. Super. Mega. So, also, sie sind halt alle noch nicht so super fix. Wir haben auch noch relativ wenig Logistikroboter. Aber ich denke, das wird sich geben. Ja, aber ich finde persönlich, sieht jetzt eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Also wir haben jetzt 70 Logistikroboter. Das ist schon recht viel für so eine kurze Zeit, nachdem das angeschlossen ist, ne? Das ist schon okay. Kann man machen, ne? Kann man machen. Trenne ich mich auch schon von Rot. Na, Rot lasse ich mal sicherheitshalber noch hier. Und ich habe noch Öfen. Brauchst du Öfen? Ja, kann ich gebrauchen, tatsächlich. Weil ich würde ja gleich noch eine Furnace Line bauen. Warte, warte. Bitteschön. Danke. So, ich nehme mir gerade mal ein paar Untergrundfließbänder und auch hier noch ein paar blaue Splitter. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen hier updaten. Und zwar das Fließband für Zahnräder. Dass das zumindest schon mal ein bisschen schneller hier reingepumpt wird. Diese Fabriken nämlich alle hier mal laufen können. Oh ja, hat irgendwie kein Logistiknetzwerk. Warum? Was brauchen wir denn eigentlich für die dritten Assembler? Ich brauche... Oh, ich brauche Stark. Ja, da sollten wir auch so langsam... Brauchen wir Module für Speedmodule. Was brauchen wir denn für Speedmodule? Gucken wir doch mal nach. Speedmodule brauchen wir Schaltkreise für. Rot und grün. Rot und grün. Ist ja easy going. Ich würde mal sagen, ich baue hier hinten einfach mal eine Fabrikationslinie für diese Montagemaschinen dann auf. Ja, im großen Stil. Bitte. Wir brauchen alles. Wie im großen Stil? Hä, was? Ja, wir brauchen alle Module. Ach so, du meinst eine Modulfabrikation. Nee, naja. Ich mache jetzt eine, die dediziert ist, nur für diese Herstellmaschinen. Dass wir auf jeden Fall diese Maschinen rankriegen erstmal.
Ach so, okay. Und wenn das dann durch ist, dann kann ich danach noch, ich habe nämlich ein schönes Design für eine Modulfabrikation. Ah, okay. Das habe ich im Kopf sogar. Hast du im Kopf? Mhm. So, sagenhaft, damit werden ne? jetzt auch Assembler 1 abgegradet. Wie abgegradet? Ja, die kannst du auch einfach wegwerfen und dann werden die in blaue umgewandert. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Sowas ist sehr, sehr praktisch. Sowas braucht man denn hier? Schaltkreis, Zahnrad, Eisenplatte. Davon aber wir haben trotzdem zu wenig Eisen. Wir mussten nach Eisen, obwohl es kommt gerade Roherz. Ja, aber Roherz könnte mehr sein. So, was brauchen wir für Blue dann? Mehr Schaltkreise, mehr Eisenplatten, mehr Zahnräder. Alles klar. Und dafür brauchen wir einfach nur Montagemaschinen und Geschwindigkeitsmodule. Machen wir das doch mal, hat der direkt hier eine Chain dahinter? Wir brauchen noch eine blaue Forschung hier. Dann würde ich nämlich auch so langsam Liederforschung mal. Oder haben wir nicht. Ich mir war so, als ob ich Liederforschung schon gebaut habe. Ich mir das eingebildet? Oder war das wieder in einer meiner zig anderen Kampagnen? Was haben. Was? Ich verstehe nichts mehr. Ich raff hier gar nichts mehr. Lila Forschung? Ach so, Alien Forschung haben wir glaube ich noch nicht, Alien Technologie, oder? Doch. Wie ist die denn überhaupt? Oder hatten wir die einfach noch nicht und deswegen habe ich die nicht. Nee, die haben wir noch nicht, aber ich stelle sie schon mal auf. Nee, wir kriegen ja auch noch keine Alien Science Packs rein. Wo ist die denn überhaupt hier? Die haben wir noch nicht erforscht. Ah, das ist das. Ah. So, wie braucht er das denn? Jede halbe Sekunde 4 Geschwindigkeitsmodule 1? Okay. Das mache ich nicht im richtigen Ratio, weil ansonsten muss ich nämlich, glaube ich, 5 Fabrikationen für Geschwindigkeitsmodule. Im Moment, der braucht jede halbe Sekunde, braucht er 4 Module. Ja? Und ein Modul herzustellen, dauert 15 Sekunden. Oh. Das ist ja grandios schnell. Ich mach da mal 2. Gehen wir mal insane damit. Oder wie mache ich das? Hä? Wie viele Logistikroboter haben wir? 80. 1000. Ich freue mich schon drauf, wenn wir so 5000 davon haben. Das wird richtig lustig, glaube ich. Das wird ein Kuddelmodell. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Alien hier. Wenn man dann auf die Idee kommt, hey, ich sortiere mal die Kisten um. Tada! Sind alle 8000 Logistikroboter unterwegs? Alle haben was hier zu tun und keiner hat Bock. Oh, das sind grüne Schaltkreise, sind tatsächlich das Problem, ne? Weil Kupfer zu wenig ist. Soll ich dann vielleicht eher gleich die Kupfer-Furnace-Linie da? Gib mir mal meine Hochöfen zurück. Ja, dann lass mich die mal bauen. Dann baue ich. Ja, ich mach mal. Weil. Ich mach mal meinen Job. Ich grade dafür hier mal die Bänder ab hier. Aber hier wenigstens ein bisschen nützlich hier. Irgendwie. Wir haben echt ein Riesenproblem mit Green Circuits. Das ist ja abartig. Ja, aber wir haben halt auch nur 2 Layouts. Halt nicht dolle. Davon habe ich 50. Ich hätte gerne. Warte mal. Hier. Davon hätte ich gerne einen Stack. Ja, und hier oben ist rot, ist hier oben auch eher. Also blaue Splitter sind noch nicht so prall. Gucken wir mal. Aber das liegt, da kümmere ich mich drum gleich. Okay. Also du könntest auch vielleicht gleich einfach da nochmal so eine Fabrikationslinie von Circuits dahinter schmeißen. Die kann man ja einfach jetzt so schön aneinander ketten. Und dann mache ich hier jetzt mal endlich unsere Kupferproduktion. Wir haben, genau. Warum spreche ich eigentlich gerade mit so einem bescheuerten Dialekt? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was wir auch noch nicht herstellen? Repair-Cats. Repair-Cats?
Repair-Kit. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, was? Kit? Die bauen Bagger. Glaube ich. Komme ich hier durch? Ich bin schon wieder hervorragend abgelenkt. Aber ich glaube nicht, ne? Nee, ist nur einer dazwischen. Aber hier hätte ich eines. Oder ich häng's halt. Hier nochmal ran. Hey, why not? So, wo haben wir denn hier noch Platz? Hier könnte ich die Kupferleine runterziehen. Machen wir das mal. Hallo, Kupfer. Kommst du hier mit runter? Wirst du wohl? Danke. So. Weißt du, was wir auch noch überlegen könnten, wenn wir jetzt als Mod den Upgrade-Planer, ich habe den gerade in meiner Stream-Kampagne ausprobiert, das ist ja mal, Entschuldigung, eine geile Scheiße. Ja, ist echt geil, das Ding, ne? Also da war ich auch noch mit am Hadern, ob wir das Teil nicht noch mit reinnehmen. Weil den habe ich nämlich auch in einer Kampagne bei mir drin und das Ding ist einfach nur mega. Ja, das ist echt klasse. Da hat also jemand nachgedacht. Also gerade, wenn man irgendwann echt so ein paar mehr, der Roboter hat, geht das auch echt fix, denn, also... Er ist dann schon ziemlich nice, also da freue ich mich auch drauf. Das können wir gerne machen. Da bin ich sofort dabei. So, hallo Kupfer, kommt schon mal an. Dann bringen wir hier noch Kohle rein. Ganz ehrlich, trage ich jetzt aber nicht bis nach vorne. Passiver in Wiederkiste. So. Und dann machen wir mal hier so eine Reihe, kann er ruhig mal herstellen. Wir haben zwar Green Circuits Probleme, aber hey, mach! Mein Freund, mach! Ja, ich kümmere mich gerade um Kupfer. Hm? Dass wir mehr da reinbekommen. So, da muss jetzt nur noch ein solcher Tunnel hin und ein solcher Tunnel dann hin. Dann kann ich nämlich hier das Kupfer wieder rausbringen gleich. Dann bringe ich mal das irgendwo hier so hoch. So. Kupfer. Dumm, dumm, dumm. Alien-Technologie. Sehr schön, das freut mich doch. So, und hier kommt Kupfer. Wunderbar, jetzt muss ich nur wieder die ganzen Tunnel hier verbinden. So, denn... Das Problem ist, wir haben im Moment halt relativ wenig blaue Forschung, weil uns Schaltkreise fehlen. Ich mach mal fortgeschrittene Materialverarbeitung und so. Mhm. Dass wir auf jeden Fall irgendwas forschen, das wäre ja schon ziemlich cool. Ne? Ja. Weil, also. Wenn man nichts forscht, ist auch blöd. So, und dann mache ich jetzt. Haben wir denn? Wir haben hier einen Rumport. Oh, der reicht da sogar rein. Yay! So, dann bauen wir diese Furnace Line hier direkt mal ein bisschen aus. Dass die total absurd groß wird. Du hast mir ja 20 Furnaces zugesteckt oder irgendwie 19 oder so. Ja, ich glaube 20 waren es. Hm. Können wir. Wir haben doch Bauroboter, ne? Ja. Produzierst du schon irgendwo hier. Wie heißt das? Roboports automatisch? Nein. Das wäre nämlich echt noch cool, dass wir uns da irgendwie so 10 Stück einfach auf Halde legen. Sondern wenn man mal eben erweitern will, dass man einfach macht. Ja, mach ich gleich. Ich will erstmal das hier ein bisschen erweitern. Weil, genau, ich würde nämlich gerne dieses Netzwerk so weit erweitern, dass ich hier automatisch die Bäume abbauen kann. Weil das nervt einfach nur. Ach so. Kann ich noch einen Roboport? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keinen Stahl. Stahl sollten vielleicht auch ein Netzwerk mal reinschöppeln. Moment. Zumindest so basismäßig. Denn doch ganz gerne. Passiver Anbieterkiste, Strommast. Du nimmst Stahl raus, wenn Stahl kleiner als 500.
So, Stahl ist ein Netzwerk. Mhm. Wunderbar. Und dann kann ich, glaube ich, ansonsten den Roboport bauen, wenn ich Stahl mir bringen lasse. Moment. Kaum haben wir Roboter, schon wird man so faul. Ja! Ne? Ja, das ist so schlimm. Ich lasse mir das jetzt auch alles so nach dem Motto bringen. Ich will das jetzt haben. Gib mal. Ja, aber dafür sind sie ja da. Ja, ich muss mal hier ganz kurz die Circuit-Produktion mal ganz kurz hier abstöpseln. Hat man alte Strommasten? Mhm. Wollen wir nicht? Weil ich dann nämlich gleich davon einfach einen Blueprint machen werde. Ja. Oh. Blueprint. Blueprints sind so cool. Ist mit einer der besten Sachen in diesem Spiel, der automatische Aufbau. Ja, ja. So, Strom. Oh, da steht noch einer. So, Kupferproduktion 2 ist am Netz. Ist am Netz und funktioniert. Das heißt, wir kriegen jetzt doppelt so viel Kupfer, zumindest theoretisch rein. Solange genügend Rohmaterial reinkommt. Und was haben wir denn hier noch? Genau. Das hätte ich gerne. Wir waren übrigens auch am Überlegen, ob wir noch weitere Mods reinbringen, ne? Ja, warte mal, ich muss gerade mal gucken, wieso habe ich denn jetzt hier den Strom komplett abgerissen? Du hattest doch, glaube ich, auch noch so ein paar Ideen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich dachte, wir spielen mal groß. Wir hatten ja so da so vor, das hier so ein bisschen großkotziger zu gestalten, um es mal vorsichtig zu sagen. Ach, großkotzig ist nur untertrieben. Ja. Und ja, wir dachten, dass wir eine Raketenstadt dann irgendwann bauen, wo wir immer Raketen abschießen. Also sprich, die wir komplett, also die wir nicht eigenständig versorgen, aber eigenständig beliefern und dann, dass die Raketen automatisch hochgehen und vielleicht, dass wir noch eine Mod hinzunehmen, die die Forschung verlängert. Ja, sprich, man macht so eine unbegrenzte Forschung und damit dann vielleicht noch eine Forschungsstadt zu bauen. Ja, eine Forschungsstadt wäre cool. Also generell, dass wir das so ein bisschen stadtmäßig aufziehen, sodass du halt eine weitere Position auf der Map hast, wo auf einmal wo Ressourcen angeliefert werden müssen. Das fände ich halt sehr interessant, also da würde ich mich gerne mit befassen, vor allen Dingen auch mit Ratios, also Verhältnissen zueinander, wie viel man dann da bauen muss, damit zum Beispiel so ein Raketensilo die ganze Zeit läuft. Das fände ich ziemlich geil. Ja, da musst du, glaube ich, echt richtig bauen, aber ich glaube, also wir haben die Sache, ich glaube, wir funktionieren beide ziemlich gut miteinander und haben da auch so unsere Ansprüche, da auch so ein bisschen mal was Größeres zu machen. Weil ich habe auch mal das Problem, dass ich tatsächlich auch die Muse verliere, wenn ich da dann irgendwie stundenlang an der gleichen Kampagne vor mich hinbaue. Spätestens nach der ersten Rakete ist es dann meistens ein bisschen langweilig. Und zu zweit macht das ja mehr Spaß und deswegen finde ich die Idee eigentlich ganz cool, wirklich jetzt mal groß zu klotzen. Ne? Also nicht so, klickern, wir, klotzen. Genau, sodass wir da richtig halt irgendwas Großes bauen. Also zumindest eins von beiden wäre cool. Wenn wir so eine Raketenstadt bauen, wo du die autark für sich arbeitet und da dann halt die Raketen hochschießt. Ich glaube, so ein Ziel, also du hattest ja erzählt, es gibt einen Verrückten, der macht irgendwie jede Minute, ne? Eine. Ja, das habe ich auf Reddit gesehen, ja. Da habe ich gedacht so, oh Gott. Das ist vielleicht ein bisschen sehr viel, aber ich denke, wenn wir so in so einer Folge, also so eine halbe Stunde, 20 Minuten eine Rakete, wäre schon recht cool. Ob das alles, ist eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, zu zweit ist man da eher ambitioniert, also ich bin da zumindest so, auch wirklich mal ein bisschen, ne, ein bisschen bekloppter zu bauen. Genau, insbesondere man ist natürlich auch schneller und das geht natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn man noch an mehreren Baustellen arbeiten kann. Das ist ja halt auch so ein Phänomen. Ne? Also Factorio ist nochmal so, man hat immer was zu tun. Und ich glaube, es macht vieles einfacher, wenn man wenn man zu mehreren da ist, genau. Also wir haben immer noch aber ein Kupferproblem. Ja, ich bin gerade schon dabei, dies zu lösen. Aber ich guck gerade auf den Timer und krieg einen Schock.
Oh, oh. Kleiner Moment, wollen wir hier kurz das Kreuzchen noch zu Ende machen? Ja, ich muss noch eben. Lass mich noch. So ist das. Das ist Factorio. Das ist Factorio. Das ist alles, was wir an Factorio so unglaublich lieben. Das ist halt nun mal so. Was sich völlig verschwinden lässt, ne? Genau. Das ist echt. Also, das ist ein Phänomen. Meiner Meinung nach. Das ist, ich habe das noch nie so krass bei einem Spiel erlebt, dass man sich so stark in einem Spiel verliert. Oh, jetzt kommt aber echt zu wenig Kupfer an, ne? Ja, okay, ich baue gerade hier oben auch schon die Miner aus. Also, Ja, wir nehmen uns ein riesen Kupferfeld, wir müssen es nur anschließen, sogar zwei. Ja, ich habe nur jetzt unser anderes mal komplett getappt. Dass ach so, das komplett voll bestellt ist. Ah ja, okay. Und den Welt mal auf Blue geupdatet und all solche Scherze. Ne? Aber gut, wir sind jetzt überziehen wir noch länger, ne? Nein, machen wir doch einfach weiter und machen noch zwei Folgen. Wir drücken jetzt einfach auf Aufnahmestopp. Was? Wir drücken jetzt einfach auf Aufnahmestopp. Ja, du hast uns doch reingebracht, dann bring uns ja, auch wieder raus. Ja, ich bring uns raus. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge einmal mit Profis. Ja, mit dem lieben Karo 7 und ja, mit der lieben Tondine. Vielleicht. Was denn, du bist lieb? Habe ich gerade so entschieden. Oh. Tschüss. Tschüss.